Willkommen zurück zu Outer Worlds, dem Spiel mit der Bar. So, wir begeben uns. Ne, wir begeben uns nicht, fällt mir gerade so ein. Ich wollte gerade sagen, wir begeben uns mal nach draußen und gucken mal, wie es weitergeht. Aber nein, stattdessen reden wir hier noch mit den örtlichen Gangstern. Huh, who's this now? Wonder if they could. Ah, who am I kidding? Also, sie sehen zumindest aus wie die örtlichen Gangster. Natürlich sind sie hier normalen Barbesucher hier. Aber. Wasco hat nämlich bestimmt auch noch Stories von uns, oder? What's the story with this place anyhow? Used to be a shipping warehouse. Supplies came in, deadly chemicals went out. Who told you that? I worked here back in the day. You're pulling my leg. Nope, it's true. Pulling my leg heißt verarschen? Wieder was gelernt. Na gut, hallo Wasco, grüß dich. Holy shit, a fresh face. Haven't seen your like in years. Don't know what brought you to the most dangerous corner of this solar system, pal, but you're welcome here. Oh, you talked to Lex yet? She tell you to keep it civil? You wouldn't guess to talk to her, but that lady's got a mean left hook. Mm-hmm. Ja, berühren sich hier Leute oft? Me? Nah. Never been a pugilistic kind of guy. Did most of my fighting with a pen back when I did it at all. Nowadays, I just drink. At least Lex has got the good manners to let me do it for free. Ja, Journalist? Some kind. Yeah, that's a good way to put it. Got into reporting thinking I was gonna be some sort of public intellectual. What a joke. Spent 95% of my time playing stenographer to the board, and the rest writing puff pieces on the chairman's latest beard trim. Real life and death shit. Ah ja, so eine Art. Das Wahrnehmung, ich kann Ihnen helfen. Haha, das ist. Mein Problem ist immer, dass ich bei solchen Sachen immer sofort die Option nehme, die ich durch Fähigkeiten habe. Es war aber ein Präsent hier. If you're going back out there, do you think you'd be willing to do an old bastard a small favor? Was will er denn? Dr. Wells ain't that old, Captain. Well, I've been trying to get away from this rock for 5 lobby fucked years, but I can't stay gone. Warum? Told you I was a journalist, right? I was here on a story back when Project Gorgon was active. Oh. I was doing an interview series for Spacer's Choice. Recorded them all on these little portable phonographs. But when everything fell to shit, Spacer's Choice wouldn't let me leave. Terms of my reporting contract unmet, they said. Was? Oh, diese Welt wird immer schlimmer. Das klingt jetzt, das ist für dieses Mal mehr zum kapitalistischen Albtraum. Ja, also gut, dass ich so anscheinend die Interviews wieder zurückbeschaffen. Right on the money. Look at me, I'm no fighter. I've never even touched a gun. But you, you're just the right amount of rough around the edges. Help me get my recordings back so I can finally get the hell out of here. Aha, kann ich einfach wegfliegen? Warum hat er sie überhaupt versteckt? Someone had been trying to steal them since the day my assistant and I started interviewing. Assistant? Couldn't even keep them in my safe. They always found a way in. So I took to hiding them all over the fucking asteroid. Thought I was so clever. What a fool I was. Tja, hätte sich einfach Kopien machen können. Ja, das kann ich einfach so abhauen. Oh, I've tried. Make no mistake. I've caught a couple of rides out with Sublight folks. But the board's fixers always send me right back. What? And I'm not about to stand toe-to-toe with marauders just to fulfill a line item on a contract. Warte, ernsthaft? Das Spacer's Choice gibt extra Geld dafür aus, ihn hier wieder zurückzuschicken? Wirklich? Ja, dann machen wir das doch. No shit. That's downright civilized of you. Alright. One of them I stash in the office of creative incubation. In the projector room on the third floor. I gave another to my friend Birdie to keep in her apartment. Just outside OCI's upper entrance. Warum da? Seems like a good idea at the time. Someone had started a fire, folks were shooting other folks. It was a madhouse. Ach so, er hat das mittendrin gemacht. Und noch? You'll find another in the chem lab. It's in the main lab storage room. Er hat schon das einen ziemlich prominenten Ort versteckt, ne? Der ist überall rumgerannt, ne? Didn't have much of a choice. The primals had gotten loose, couple of them were chasing me. The recordings just ended up wherever I hid. Ja, aber zu dem Zeitpunkt hätte er sie doch gar nicht mehr verstecken müssen, oder? Okay, andere? The final one is in human inquiry and auditing. Ah. It's tucked behind a pipe in observation room B.
Jo, das komme ich auf mich, kann ich hier. Beobachtung hatte ich nicht mehr gesehen. Na, der Beobachtungsraum beobachtet doch nicht, wird nicht beobachtet. What with the test subjects running loose, the researchers were surprisingly unobservant. Ja, ja, ich komme mal wieder. Strength to your sword arm, friend. And thank you. Möge dein Schwertarm nicht müde werden. Ach, schön. Irgendwie auch sympathisch, ne? So, aber wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal Main Quest, würde ich sagen. Elektrische Liebeleien, die ist der Plan ist der Tod. Achso. Na gut, dann haben wir es ja nach nur 45 Minuten Barbesuch geschafft, hier tatsächlich einen Weg nach draußen zu finden. Team, und welche Kommentare zum Thema? Where are we headed? Oh, nix, ich wollte mal fragen, wie es. You want to ask about anything in particular, Captain? It sure is lonely out here on the edge of the colony. Anything could happen. And ain't no one gonna come to help us. Naja, prinzipiell sitzt ja das ganze Team drüben im Schiff, oder? Hat von Hoffmann noch was zu sagen? Nice to have some company for a change. Ja, na gut, dann schön da noch. Cool. Na gut, von Hoffmann, das ist hier oben ganz allein, ne? Augenverifizierer. Ja, ja, jetzt spiel ich mal hier nochmal. Safe Game hier nochmal so zur Sicherheit. Na gut, dann geht's wieder raus. Defeat all foes. Hey, ich habe Mr. Clark. Die andere Kalisik bewohnbare Sternen verkauft und nutzt die nominelle Kontrolle an diejenigen, die am meisten dafür zahlen. Don't you worry, Mr. Lucky Spirit. We're gonna finish your work and put you to rest, good and proper. I'm just hoping we don't need Lucky's arm to open something else. Ja, gut, denn der wäre auch leicht hapbar, ne? Serialisierter Wächter von Gesetz und Ordnung? Okay. Kann ich den. Hauptmenü, willkommen, Benutzer, Intran. Hinweis: Lexizienzrationierung aktiv. Durch Nutzung des Terminals stimmst du zu, pro ausgewählte Option ein Bit zu zahlen. Ernsthaft? Rationierungsbrechung prüfen? Mitarbeiter Tran, Dominik Schuld. Aktuell 9508 Bits. Ah, der gute arme Dominik Tran. Rechnung begleichen? Kann ich nicht, oder? Könnte vollständig abbezahlen. Danke für deinen astronomischen Teamgeist, Tran D. Oh, habe ich jetzt wirklich mein ganzes Geld vergeben? Ich hatte gar keine 9500 Gips. Zurück zum Stammverzeichnis. Lieferungsverlauf. Bitte einfach ausgehende Lieferung ansehen. Lieferung. Schiffsnummer Perseus. Route Terra 2, Schleife E1. Vorladehafen Gorgon. Endladehafen Edgewater. 200 Kisten. Wahrscheinlich Adrenal Time. 3 entlassene Mitarbeiter. 5 versetzte Mitarbeiter. Achtung! Verzeichnisgeliste der Inhalte überschreitet das empfohlene Maximalgewicht für dieses Schiff. Aha. Zurück zur ausgehenden Lieferung. Schiff Porsche, Babab, Entladehafen Stella Bay. 100 Kisten mit Prototyp, 2 Tonnen Roherz, 5 versetzte Mitarbeiter. Auch wieder überladen. Eingehenlieferung. Oh, Schiffsname Ethics Gradient. Schulte Schabels, Schleife G3, Tartarus, Entladehafen Gorgon. 53 Kisten mit die 100 an Händen sterilisierte Injektionsampullen. 30 mit Sauerstoff gefüllte Hochdruckstahlzylinder, 25 Freiwillige. Profit Margin, ein toller Schiffsname. Verladehafen mit Santinium. 3 Konzernsicherheitstruppen aus je 3 Feuerteams. 500 Ladungen leichte Munition, 2000 Ladungen schwere Munition. Ein Paket mit 10 Einheiten Mondmann-Aufsteller. Ach ja, Mondmann-Aufsteller. Nachrichten? Gimsi, Gorgons internes Meldungssystem-Interface. Es ist nicht die beste Wahl, aber die einzige, die wir haben. Danke für dein Vertrauen und Gimsi, dein konzerngenehmigtes Nachrichtensystem. Freundliche Erinnerung, den Nachrichten sind Firmen-Eigentum. Nicht autorisierte Kopien, Verteilung oder Löschung von Gimsi-Inhalten kann die vorzeitige Terminierung deines Arbeitsvertrags zur Folge haben. Bitte eine der folgenden Optionen auswählen. Eingehende Nachrichten von Clark Most, Clarence Mostly, Untrendy von Most DC. Betrefft verschiedene Bemerkungen zu Argus' Exportrat, einschließlich einer Abmahnung. Dominik, bist du mit dem Konzept der Relativität vertraut? Das ist eine rhetorische Frage. Mir ist klar, dass du die Ausbildung von Spacers Choice keinerlei Geschäftsphilosophien umfasst. Betrachte das also ruhig als kleine Förderstunde. Grob definiert ist Relativität ein wirtschaftliches Konzept, das die Produktivität in Bezug zu einer Beziehung setzt. Zum Beispiel erreicht Argus', sprich dein Warendepot, deiner Ansicht nach einen absolut angemessenen Exportrate für Lieferungen. Von der Perspektive deines geschäftstüchtigen Kollegen, sprich S. Reynard, okay, ich sehe nicht auch. Jedoch ist die Exportrate von Argus' Warendepot gerade zu erbärmlich. Wenn ein einzelner deiner Kollegen das Dreifache deiner Produktivität erreichen kann, ist Argus' Warendepot relativ zu diesen Kollegen ein Misserfolg. Dein Erfolg wird stets an deinen schnellsten, stärksten und produktivsten Kollegen gemessen. Verstehst du das? Bitte nimm dir einen Moment, um über den Inhalt dieser Nachricht nachzudenken und ihn dir zu Herzen zu nehmen. Des Weiteren wirst du gebeten, eine der unten aufgeführten Abmahnungen auszuwählen und deine Lebenszeitakte hinzuzufügen.
A. Die Qualität deiner Arbeit ist gemessen an den Standards von Space Shuttle inakzeptabel. B. Die Qualität deiner Arbeit ist relativ zur Leistung deiner Kollegen inakzeptabel. C. Der Vermerk einer offiziellen Abmahnung deiner Lebenszeitakte stellt einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex von Space Shuttle dar und resultiert in einer offiziellen Abmahnung. Arbeit stärkt den Geist. Say mostly. Clark Mostly. War das nicht der Typ auf Edgewater? Ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Ausgehende Nachricht. An Reynard S. An Reynard S. von 20. Betreff Effizienz. Hör mal, Kumpel. Ich habe keine Ahnung, wie du es schaffst, aus diesem elenden Loch, dass du ein Büro nennst, das dreifache an Lieferungen zu bearbeiten. Aber schalte verdammt nochmal einen Gang runter. Mostly schnüffelt immer wieder in Argus' Exportraten rum und jetzt fragt er, warum Louis und ich es gemeinsam nicht schaffen, so viele Lieferungen abzufertigen wie du alleine. Langsam denke ich, ich sollte ihm sagen, dass du dich an den Vorräten der Adrenal Times Prototypen bedienst. Ich denke, das würde ihm nicht gefallen. Meinst du nicht auch? Scheiße, vielleicht stimmt das sogar. Wenn das der Fall ist, dann solltest du mir und Louis vielleicht mal zur Hand gehen, wenn wir die nächste Ladung an Testsubjektkadavern abfertigen. Dann kannst du die Effekte an Cem Wunderdrogen aus nächster Nähe erleben. Es gibt natürlich, also das war Adrenal Time unter anderem, aber nicht nur. Nachrichten, archivierte Nachrichten von Valeskis. Name sagt mir auch irgendwas. Antran, betreff Lieferanfrage über Priorität. Dom, du musst mir helfen. Die Lieferung für Monarch ist verschollen. Jetzt schreiben mich diese Obermacker von Konzernen und suchen nach Antworten. Nicht Mosty, nicht Goodfellow, dieser streifentragende Wichser aus Byzantinium, Bancroft. Dein Cousin arbeitet immer noch in Cascadia, richtig? Meinst du, er könnte sich mal nach Stella Bay rüberschwingen und ich weiß nicht, mal im Hafen nachsehen, ob die Lieferung dort ist? Die ID ist Z42M, blablab, wurde letzte Woche abgefertigt. Ich weiß, dass du ganz schön viel verlangt und du weißt auch, wie ungern ich ihm gefallen bitte, aber ich schwöre beim Gesetz, wenn ich jetzt aus meiner Tür schaue, stünde da dieser Bancroft-Typ mit einem Schraubenschluss in der Hand, wie der Mafia-Boss aus diesem Bootleg-Serien von der Groundbreaker. Bitte, Mann, du weißt ja, wie sehr ich mich an der Kniescheibe hänge. Den kenne ich doch auch, oder? Velasquez? Sollte mal. Aktuell 24 Bits. Ach, verdammt. Konto vollständig abbezahlt. Habe ich jetzt wirklich kein Geld mehr? Ne, ich zahle ihn nicht wirklich, oder? Ich drücke das einfach nur. Lol. Das? You have an unpaid balance. This unit is. Hä? Könnte stark für was Rechnung fallen, wir haben Leiten. So, jetzt. Energy efficiency is it on reward? Also jetzt dürfen ja echt keine Schulden mehr drauf sein, oder? Okay, gut, dann gehen wir mal schnell nach zu den Augen, damit wir das endlich mal was geschafft haben. Ich habe eigentlich schon viel zu viel Zeit mit H1 verbracht. Aber ich habe noch 600 Bits. Okay, es ist. Oder vielleicht eventuell war es auch einfach hart verbuggt. Und das kann natürlich auch sein. Und das deswegen. Warum renne ich eigentlich mit einem halb leeren Scharfschützengewehr hier rum? Verwirrend. Oh, die Frames gehen runter. Hä? Hm. Das gleiche Problem hatte ich letztes Mal auch, ne? Wo ich das hier gespielt habe. Ah, okay. Lieber Zuschauer auf YouTube, seid ihr gewiss. Ich arbeite stetig daran, mich selbst zu verbessern und meine Probleme zu lösen, die ich irgendwie mit Spielen habe. Und deswegen versuchen wir jetzt Folgendes. Bob. Und jetzt das. Hat nicht geholfen, wa? Das ruckelt nur noch mehr als vorher. Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist, wir nehmen das jetzt einfach mal so hin, wie es ist. Und wir gucken ein andermal, was man danach tun kann. Das ist ein bisschen nervig. Vielleicht soll ich dann auch wieder auf die DxTori-Aufnahmen gehen. Müsste leider auf meinen unfassbar gespannten Gesichtsausdruck verzichten, während ich mich darüber wundere, was da hier alles abgeht. Aber es ist eigentlich ein Wunder, dass es jetzt gerade das damit anfängt, ne? Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie unfassbar spannend dieses Spiel war. Oh, ich bin tot. Nice. Ach cool, wie Pavati hinter mir herschreit. Ich habe echt alles in Camp, was Camp angeht, in diesem Spiel vergessen, ne? Nur, dass ich anscheinend nicht besonders effizient. Oder das ist halt die Waffe rausgeholt. Ist es die Waffe? Wieder 25 FPS, genau an der gleichen Stelle. Aber ich bin doch hier letztes Mal vorbeigerannt und hatte keinerlei Probleme. Ich bin mehr als verwirrt. Naja. Nehmen wir es einfach mal so hin und dann gucken wir nächstes Mal, wie wir dann dieses Problem herumkommen. 22 FPS. Nice. Ob es ein IO-Problem ist? Naja, wir spielen das, spielen wir es ja nicht für das gute, stabile Gameplay, nicht wahr?
Gegner hier sind schon hochleveliger, ne? Ich glaube, diesmal läuft der Kampf ein bisschen besser als beim letzten Mal. Ich habe trotzdem noch das Gefühl, dass meine Waffen keinen Schaden machen. Wenn ich ehrlich bin. Irgendwie. Das ist das Hauptspiel. Die haben dreimal Adrenaline Time bei. Also müssen ja echt viele von den Prototypen hier gewesen sein, oder? Abgestürztes Schiff entdeckt. Wann ist das abgestürzt? Diese abgestürzten Schiffe sind vor allen Dingen dann besonders bitter, wenn man darüber nachdenkt, dass wir wissen, dass es keine neuen Ersatzteile geben wird. Ne? Weil von der Erde kommt nichts und die Hochtechnologie seitens der... Ach, das ist ja richtig weit noch, das schauen wir heute gar nicht mehr. Die Hochtechnologie seitens der Konzerne hier ist ja anscheinend wie scheinbar inexistent, ne? Wo muss ich hin? Okay, wir gehen jetzt bis zu diesen Augenverifizierer und rennen einfach mal durch. Alter, weil... Ich will ja zumindest bis zu diesen Augendings heute noch kommen. Wir sind so nett und weisen uns darauf hin, dass es hier total unfreundlich ist, ne? Ich habe auch viel Munition bei, also kein Wunder, dass ich irgendwie Geldmangel habe, ne? Aber noch mehr von der Bande hier. Konnte ich nicht im Haupt... Komm, wir nehmen die hier alles. Warte mal, ich gucke ganz V. Wie war diese Waffe? War das? Ernsthaft? Ey, Schwäche gegen kinetischen Schaden. Nee, danke. Ich brauche keine Vorteilspunkte. Obwohl, das ist die neuen Vorteilspunkte, bringen ja wieder was, ne? Also, so viel dazu. Ruckel, ruckel, ruckel. Na gut, zum Glück muss das nicht sein. Gut, dann mache ich ab nächster Episode dann ohne Facecam, mache das wieder normal. Ist das wirklich meine beste Waffe hier, das Ding hier? Was ist denn mit dem passiert? Oh, was ist das denn? Ein Frostsaurier? Sieht irgendwie so verdächtig aus wie Dingens, ne? Hier die. Was sind das Adrenatime-Tanks? Na gut. Ich hab schon vergessen, wie diese komischen Saurier hießen, die Viecher aus auf Monarch hießen. Sie waren auf jeden Fall recht unfreundlich. Ja, das sind auf jeden Fall die gleichen Viecher, nur in anderer Farbe, oder? Zitterraube. Heißen bloß anders hier. Könnte auf Dauer ein bisschen nervig werden, ne? Ist das eine massive Goldader? Möchte das irgendjemand kommentieren? Oder was sehe ich hier? Ist hier wirklich ernsthaft eine massive Goldader an der Wand? Die Frostsaurier droppen, glaube ich, auch überhaupt nichts, was mich auch noch ansieht. Ach, Mantisaur, so hieß die Viecher. Danke, Pavadi. Nur, dass die Viecher irgendwie anders heißen. Space Office of Creativity Incubation. Ja. Müsste die Tür nicht eigentlich offen sein, wenn sie Dinge jetzt einmal geordnet hatte? Achso, BKI. Ist das die Abkürzung? Wir sind über diese Spreads. Das ist irgendwie... Das sind ganz schön viele, ne? Initiating ocular measurement. Yo, der Scanner ist quasi wie ein eigenes Auge in den Scanner halten? Measurement complete. Ocular identification failed. Oh. Access denied. The Office of Creative Incubation is currently experiencing a lockdown event. Ah ja, ein Lockdown event. Initiating ocular measurement. Ja, das. Measurement complete. Ocular identification complete. Welcome, Clarence Mosley. Ah, ja. Access granted. Welcome to the Office of Creative Incubation.
Und Clarence Mosty war der, der zu schnell gearbeitet hat, ne? Hm. Na gut. Denn... Sieht ja schon wieder so behindert reich aus, ne? Warum? Es ist ein Büro. Guck mal den Rücken hier an, ja. Klingenmotivator. Na gut, dann sehen wir schon, was in der nächsten Episode auf uns zukommt. Aber das wird nicht mehr heute sein. Macht's gut bis dahin, ich wünsche euch was. Wahrscheinlich das letzte Mal in meinem Gesicht, also tschüss. Bis zur nächsten Episode.